Leute, herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Genau, was war das jetzt für eine Begrüßung? Egal. Wir haben 66 Schnoten und laufen auf Häusern umher, um Clock Tower. Clock Tower. Ein interessantes, tolles Spiel. Was müssen wir hier machen? Nein. Halt, nein! Genau deswegen meinte ich nein. Dumm. Egal, da hinten ist Mumbo. Da müssen wir auch noch hin. Und hoffen, dass wir uns in irgendetwas Kleines verwandeln, damit der Herr zufrieden ist. So, warum hat diese Uhr keine Zeiger? Ein Mumbo-Shadow. Ist er noch rein? Ja, tatsächlich. Haha! In den Clock Tower rein! Ach Gott, es geht hier nach oben. Oh, dumm. Dumm. Woher soll ich denn wissen, dass man einfach so runterfallen kann? Und außerdem, Banjo kann teilweise auch auf viel schrägeren Ebenen stehen als das hier. Aber hier rutscht er natürlich runter. Ja, komm. Jump and Run Action. So, jetzt aber. Und aufpassen, ey! Hier oben sind immerhin Noten. Ihr wartet jetzt nicht ernsthaft, dass ich hier... Wollte gerade sagen, hier lang balanciere, oder? Ich hoffe, da oben ist noch irgendetwas, was sich lohnt. Fühlteil zum Beispiel! So, 70 Noten. Wollen wir nochmal schauen. Das sieht gut aus. Ja. Dam 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 dam. So, einmal der Typ da, dann die Jinjos und der Typ im Klo. Das heißt, es fehlt eigentlich regulär nur noch eines. Oh Gott, da hinten ist Mumumbo. Da waren wir schon. Da hinten auch. Ich sehe doch da eine Note. Da. Da oben war ich ja noch gar nicht drauf, stimmt. Da oben ist jedenfalls noch was. Gut, da ist der Eingang. Hier ist so ein ultra hartes Labyrinth. Krass, da müssen wir auch noch rein. Nun gut, dann gehen wir erst ins ultra krasse Labyrinth, würde ich sagen, oder? Ich möchte natürlich allerdings auch mal wissen, was da oben auf diesem Haus jetzt drauf ist noch. Nein. Na, ganz toll. Das wollte ich eigentlich nicht erreichen. Oh no, hier laufen die rum. Oh, die kriege ich nicht tot. Das ist ja doof. Ah. Also, ich habe nur noch eine goldene Feder. Deswegen. Oder auch nicht. Ich habe mehrere scheinbar. Toll, jetzt habe ich den einen nicht erwischt. Ich hoffe, hier liegen noch ein paar goldene Federn rum. Boah, hau ab. Achso, hier ist jetzt der richtige Eingang. Na gut, da gehe ich erstmal auf das Haus und gucke, ob ich hier noch was machen kann. Diese Fledermäuse, ne? Diese Fledermäuse hier. Komme ich überhaupt noch höher? Ach, hier, ja. Woo! Warum kann... Ich wollte gerade sagen, hier kann Banjo stehen, oder was? Naja. Zu früh gefreut. Lalalala. Oh, da fehlt ein Jinjo. Wow. Okay, ja, Hilfe. Gut. Wollen wir doch mal ganz ruhig voranschreiten. Wir haben nichts zu verlieren. Unser Leben haben wir zu verlieren. Unsere Noten haben wir zu verlieren. Aber wir haben nichts zu verlieren. So, worum uns das jetzt noch hinführt? Yahoo! Natürlich in den Schornstein. Wohin sonst? Und rein da! Bäh, mit Karacho! Na super. Na, das hat's jetzt gebracht. Moment, der Typ hemmt. Ist jetzt schleichen? Komm.
Haha. Und irgendwann brauchen wir Goldmuts in uns suchen. Hahaha. Ich werde mich bald rächen und die Stäbchen euch zerbrechen. Cool. Damit hätte ich jetzt noch nicht gerechnet. Mit Monster Mansion rockt. Okay, wozu ist sie eine Flugplatte? Nur mal so. Angemerkt. Ein riesiger Kronleuchter. Irgendwas muss doch den Sinn haben. Jetzt nur noch hier vorne wegen diesen dummen Eiern? Achso, und wegen dem Leben hier vielleicht. Hallo, Grotilda! Schade. Hätte ja klappen können. Ja. Warum ich das eingesammelt habe, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich habe volle Leben. Wow. Da hing das Spiel halt ganz kurz. Jetzt natürlich hier die Frage. Warte, hatte ich jetzt auf dem Haus alles erledigt oder wollte ich denn noch irgendwas machen? Dam, dam. Monster, Monster, Mansion. Ich weiß es gerade nicht, das ist doof. Ich bin überfordert. Na gut, ich gehe nochmal in das Labyrinth hinein. Oder gehe ich mir Mumbo holen? Nein, ich gehe ins Labyrinth. Oder? Oder? Ah, Labyrinth. Labyrinth, erstmal das Labyrinth erledigen. Und dann, meine Freunde, holen wir uns Mumbo und gucken mal, was wir uns mit, was auch immer wir uns verwandeln werden, reißen können. Zack. Dam, 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 dam. Ich werde dich totgeschädelt oder sowas. Yay. Ich meine, es muss hier irgendwas Kleines sein. Hier wäre der Ausgang. Da oben war, glaube ich, nichts. Da, hier habe ich gar nicht nachgeguckt. Okay, auch gut. Das ist bestimmt irgendwo ein Jinjo. Ika Bock ab. Du bist auch Mumbo. Wie viele Mumbo-Verwandlungen werden wir hier wohl noch bekommen im ganzen Spiel? Dudududum. Ist das jetzt nur für die Heilung? Oh, vor mir liegen Feder. Na, anscheinend. Kommt mal mit. Komm mit. Ich doch. Dann nicht. Ich rieche zwar auch noch Honig, aber hey. Ich darf mich jetzt nicht verlaufen. Jinjo, woo! Gut. Fehlt aber noch einer. Whee! Aber wenn das hier jetzt wirklich überall gewesen ist, dann macht uns das ein bisschen nervös, weil dazu fehlt aber noch eine Menge Noten. Und dann Jinjo. Ich hoffe nur, dass wir mit den kleinen Knubbel, der jetzt an Orte kommen, wo wir vorher nicht gewesen sind. Wo wir vorher nicht hinkamen. Was uns jetzt erleichtert wird, einige Puzzleteile zu sammeln. Mein Gott, war das denn so schwer? Hier ist aber nicht mehr, ne? Da hinten ist aber noch was. Moment, wo ist denn das da? Okay, ich habe gerade keine Ahnung, wo das ist. Hier hinter also. Wo wir nicht durchkommen. Na gut, dann wird es jetzt wohl Zeit für Mumbo. Warte, fehlt jetzt wirklich nur das, was ich gesagt habe? Statistik! Gut, ein Jinjo, zwei Puzzleteile und 20 Noten. Und natürlich wieder mal zwei Honigwaben, aber da weiß ich wenigstens wieder mal, wo eine ist. Immerhin. Hallo Mumbo! Alles klar! Wollen wir nochmal gucken, in was der Gute verwandelt. Ja, da ist meistens was hinter. Mittlerweile habe ich mir das gemerkt. Wie viel willst du? 20. Ja, holy shit. Nur zwei Noten hier versteckt. Sicher? Da oben? Ja, da komme ich ja diesmal gar nicht hoch. Oder? Warte. Man weiß es nie. So. Kommt doch immer irgendwie hoch. Und da liegt nur eine einzige goldene Feder diesmal für mich. Na, das ist ja toll. Wow, gut, Mumbo, dann zeig mal, was du kannst und transform me. Oh, was hängt denn das Spiel so auf einmal? Ich bin ein Kürbis. Mumbo macht gut, Kürbis, sauber. Tatsächlich. Ich mach sogar so ein Geräusch, wenn ich aufkomme. Bitte, ich will ein Kürbis. Wie geil ist das denn? Ich will ein Kürbis. Okay.
Woo, woo, yay, Kürbis, Mini. Ach, die Grundhilda-Platte fehlt übrigens auch noch, fällt mir gerade ein. Oh, holy shit. Yay, Kürbis-Power. Wo war denn jetzt dieser kleine Durchgang? Der war doch hier. Da. Kamerasicht. Da, Mumbo Shadow. Ah, wir sind tatsächlich ein Kürbis. Ich wette, damit können wir auf stacheligen Dingern laufen. Also hier. Ja, können wir. Oh, Hilfe, ey. Das wird aber ein Abenteuer, sich hier fortzubewegen. Na, na, na. Leute, wir machen hier Pause. Bis das nächste Mal. Ciao.